Da wir gerade von äquivalenten Formeln geredet haben, kommen wir auf die Kommutativgesetze zu sprechen. Ein Beispiel für eine äquivalente Formel wäre zum Beispiel folgendes: A oder B. Das ist natürlich äquivalent zu B oder A. Wir vertauschen nur die Reihenfolge der Variablen. Das sollte intuitiv klar sein, ansonsten kann man ja mal eine Wahrheitstabelle für beide Formeln machen. Das gleiche passiert bei A und B, das ist äquivalent zu B und A. Ebenso, wenn wir das exklusive Oder verwenden, auch da spielt die Reihenfolge keine Rolle. Und schließlich ist es auch egal beim Genau-Dann-Wenn-Junktor, auch dort können wir einfach die Reihenfolge vertauschen. Tja, jetzt stellt sich die Frage, was ist mit der Implikation? Ist die auch kommutativ? Und um das herauszufinden, schauen wir uns einfach die Wahrheitstabelle an. Also wir haben zwei Aussagen A und B. Dann schauen wir uns an A impliziert B und die Aussage B impliziert A. Die Spalte für A impliziert B können wir direkt ausfüllen. Das hatten wir ja definiert. Wir können zur Erinnerung natürlich schnell mal nachschlagen. Wie hatten wir das definiert? Hier bei der Implikation. Wir können das einfach abschreiben. Also, das war 1, 1, 0, 1. Tja, und jetzt müssen wir kurz nachdenken, wie es aussieht. B impliziert A. Also, schauen wir uns die erste Zeile an. Wir haben bei A impliziert B geschrieben, 0 impliziert 0, das ist richtig. Ja gut, umgedreht würde hier ja jetzt stehen, ich notiere das mal ganz klein, auch 0 impliziert 0. Und da hatten wir ja gelernt, dass das richtig ist. Also tragen wir hier eine 1 ein. So, zweite Zeile. Hier drüben steht, dass 0 impliziert 1 richtig ist. Ja, was wir jetzt hier herausfinden müssen, was ist mit 1 impliziert 0? Und da spickeln wir einfach in der passenden Zeile hier. Also das ist falsch. Tragen wir das ein mit 0. So, die Notizen können wir wieder wegmachen. So, symmetrisch entsprechend muss das hier dann 1 sein und hier spielt die Reihenfolge keine Rolle. Tja, und wir sehen jetzt, na gut, der Wahrheitstabellenverlauf ist hier nicht der gleiche. Zum Beispiel unterscheiden sich diese zwei Zeilen hier. Also, unser Fazit. Die Formel A impliziert B ist nicht äquivalent zu B impliziert A. Und das wollen wir dann mit diesen durchgestrichenen drei Strichen notieren. Ja, mit anderen Worten können wir das auch wie folgt aufschreiben. Die Implikation ist nicht kommutativ. Das heißt, es kommt tatsächlich darauf an, was die Voraussetzung ist und was die Folgerung ist. Das macht ja auch Sinn.